Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir sind heute auf Außendreh. Wir sind eigentlich auf Kur in der Swiss Mountain Clinic in Castaneda. Und da habe ich jemanden getroffen, der ist nicht als Patient hier. Nein, er ist als Ausbildner hier im Bereich der Duckelfeldmikroskopie. Und als ich gehört habe, wer er ist, stelle ich fest, das ist ja einer der letzten Päpste, die sich überhaupt damit auskennen. Noch gelernt bei einem Schüler vom Enderlein persönlich. Und da muss ich sagen, Chapeau. Er macht das seit 50 Jahren, über 50.000 Patienten behandelt oder das Blutbild angeschaut und er weiß eigentlich noch, was das Bedeutsame ist hinter der Dunkelfeldmikroskopie. Ich möchte die Chance nutzen und mit ihm gleich noch ein Thema besprechen über Ernährung und Wasser und wie sich das Blutbild da drin wieder verändern kann und generell natürlich die Bedeutsamkeit des Blutes für unseren Organismus. Also seien Sie gespannt, bleiben Sie dran, es geht gleich los. Und da sind wir wieder zurück. Lieber Karl-Heinz Wickert, ganz herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hättest du nicht gedacht gestern, dass du heute... Nee, ich hätte nicht gedacht, heute nochmal auf jeden Fall. Finde ich sehr schön, freue mich auch drüber. So. Kannst du mir generell mal noch sagen, das Blut, wir reden eigentlich in der Medizin selten über das Blut. Wir messen, was im Blut drin ist und so weiter, aber über das Blut selber, über die Dynamik, über das Leben innerhalb des Blutes, reden wir eigentlich nie, oder? Nein, glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen sich so vorstellen, das ist so ein Mikro-Makrokosmos, den wir haben. Also sozusagen, wie wir den Sternenhimmel sehen, so ist es eigentlich auch im System. Also das Kleine wie im Großen, das deckt sich überein. Mhm. Wir haben also, die Natur läuft ja auch in diesem Rhythmus ab und das Blut hat auch eine Information, die da mit drin steckt. Wir wissen ja heute, was heute natürlich sehr wichtig ist, früher hat man zum Beispiel, ich habe damals mal Rettungssanitäter gefahren und so weiter, da hat man gar keine Handschuhe gehabt. Man hat das Blut von den Verletzten über den Arm laufen lassen. Das weiß man heute, dass das alles nicht gerade gut für den Organismus ist. Und hat ja schon Goethe gesagt, Blut ist ein besonderer Saft. Das heißt eben, man muss schon sehr vorsichtig sein, weil sehr viel Information ist. Da finde ich das gut, dass man heute mit Handschuhen arbeitet und so weiter, dass man sich da ein bisschen schützen kann. Aber ist ja heute noch etwas, was man nicht reproduzieren kann. Darum gibt es die Blutspenden. Das heißt, Menschen überleben durch die Spende eines anderen Blutes. Richtig. Also das zeigt ja schon die Bedeutsamkeit. Bedeutung des Blutes, genau. Das ist ein besonderer Saft. Genau, da fängt es eigentlich schon mit an. Ne? Das ist eine Information. Da hat auch Rudolf Steiner sehr viel über das Blut auch geschrieben in dieser Richtung. Diese Information, die übertragen wird, und das zeigt sich auch gerade in den roten Blutkörperchen, die Aktivität, die wir vorhin schon mal darauf hingesprochen haben, wenn die zum Beispiel die Membran bei den roten Blutkörperchen, die Membran, habe ich gesagt, die muss sich ja ganz klein verformen. Und wenn das oft nicht der Fall ist, dass sie sehr schwach ist, die Membran ist, dann fehlt den Leuten meistens am besten, was Frau Dr. Budwig immer gesagt hat, Leinenöl mit Quark. Das ist eine ganz tolle Sache, Möglichkeit. Ich zeige das Bild noch schnell. Das heißt, genau, da hast du gesagt, dieses Blutbild wäre ideal. Genau, richtig, die müssen verformbar sein. Und wenn die Membran zu schwach ist, das kann man sehen, das verändert sich dann im Blut. Da geht es so rüber. Genau, dann sollte man grundsätzlich Quark mit Leinöl essen. Und Frau Dr. Budwig, die habe ich noch selbst kennengelernt, die ist ja 94 Jahre alt geworden und die hat gesagt, auch wenn die Leute ihnen erzählen, sind Milchunverträglichkeit, ein Quark mit Leinöl hat einen Stoff mit neuen Eigenschaften. Es führt ja den Elektronenbeschleuniger und das kann eigentlich jeder vertragen. Hier hat ja Tausende von Menschen mit dieser Sache wieder in Ordnung, also gesund gemacht und so weiter. Also das muss man auch wieder sehen, wir machen heute mehr so ein Schubladendenken. Wir versuchen immer alles wegzulassen. Mhm. Wir haben auch einige Leute zum Beispiel bei uns gehabt, wo wir gesehen haben, die haben eine Allergie gehabt, die konnten zum Beispiel gar keinen Apfel essen, da kriegten die richtig geschwollenen Mund. Aber als sie total entgiftet waren, können sie jeden Apfel wieder essen. Ne? Also man sieht also, wie wichtig diese Regulation ist. Und das ist wirklich, der Schlüssel sind die weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen, die müssen aktiv sein. Und wenn die nicht aktiv sind, dann gibt es die ersten Probleme. Weil ja dann sozusagen, ich sag mal, die haben eine Mülltonne vor der Tür stehen, aber keiner holt den Müll ab. Das wird auf die Dauer nicht gut tun. Und genauso ist im Organismus genauso. Ich möchte nochmals 2-3 Minuten zurückspulen. Da hast du das Wort Informationen genannt, wie Blut euch über deine Hände gelaufen ist und eigentlich auch Informationenübertragung stattfindet. Das habe ich mir immer wieder überlegt. Wie gesund ist eigentlich eine Blutspende, wenn ein anderer das Blut von dir kriegt mit deinen Informationen? Ja. Das muss doch auch was tun. Genau, ich weiß das von meinem Chefarzt damals. Er hat gesagt, es gibt einige Leute, die durch lange hohe Bluttransfusionen den Charakter sich so verändert haben. Das ist bestimmt keines. Also ich habe gedacht, das kann entstehen. Also deshalb macht man ja heute, ist ja heute die Möglichkeit, wenn man weiß, dass man operiert werden ist, kann man ja vorher selbst Blut spenden und als Depot hinterlegen. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ich kenne etliche Leute,
Gerade ich kannte viele Leute, die neuapostolisch sind und die gesagt haben, ich nehme von keinem Menschen das Blut ab. Die haben ihr Blut deponieren lassen und als sie dann 2 Monate später operiert worden ist, haben sie dann ihr eigenes Blut zurückgekriegt. Das kann man ja heute auch machen. Die Möglichkeit besteht schon. Man kann, glaube ich, auch die Information löschen. Ich habe mal, wenn ich das ein Tonbandgerät habe, ein Tonbändchen, und dann mit Hochfrequenz draufgehe, ist alles weg, ist die Musik darauf weg. Das Band ist noch da, aber die Musik ist weg. Die gleiche Technologie könnte man doch beim Blut auch anwenden. Die Musik ist dann wahrscheinlich auch weg. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, wir haben ja so viele Eiweißstrukturen und das ist die Frage, ob das der Organismus so vertragen kann. Mhm. Wir wissen das ja auch von der Milch, dass man heute, wenn man heute Milch trinkt, dass man dass hunderte oder von hunderten Kühen zusammen die ganze Milch zusammengekippt wird und dann wird die weiter, also das kann ja auch nicht gut sein. Jedes Tier hat ja eine andere Eiweißstruktur, wie bei Menschen genauso aus ist. Ne? Da also habe ich doch gestern so eine Nachricht gelesen, dachte mir, ist das zum Kotzen manchmal. So und so viel Eiterwerte in der Milch sind erlaubt. Ja, ja. Und alle Kühe, muss man sagen, auch die biologischen, werden natürlich mit Melkmaschinen sozusagen Milch abgenommen und dann haben die alle, müssen die Antibiotika nehmen, das ist ganz normal, ich habe mir das oft angeguckt. Warum? Weil die Euterentzündung haben. Ist ja unnatürlich, dass eine Maschine das macht. Wenn du das selbst mal gemacht hast, ich habe das schon mal früher als Junge gemacht, weil wir oft auf dem Land waren, das ist ja ein ganz anderes Gefühl, als wenn das eine Maschine einfach ruck eine macht. Also deshalb ist so viel Antibiotika da drin in der Milch und das kriegt man nicht weg. Das kriegt man nicht weg. Dann stehen so zellwandfreie Formen, aber so ein Spezialgebiet, das CDBs nennen die sich. Und die bleiben in der Milch erhalten. Also deshalb ist das eigentlich auch kein Getränk, sondern wenn überhaupt, muss man sich überlegen, ob das der richtige Weg ist in die Richtung. Ne? Ich möchte nochmals zurück in Dunkelfeldmikroskopie und halte das Bild jetzt nochmals gerne in die Kamera, schön vor meine Nase. Und zwar eben, warum entsteht dieses Blutbild so, wenn man jetzt das aufs Thema Wasser oder auf Ernährung setzt? Hat das meine Ernährungsweise einen Einfluss auf mein Blutbild? Ja, man kann sagen, das ist auch so ein Trugschluss, denn Leute sagen, also wenn das Blut so verklumpt ist, sagen viele Leute dann auf einmal, ja, das liegt daran, ich habe heute nur nichts getrunken. Das ist natürlich Schwachsinn. Warum? Weil wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, das Blut hat ja eine Oberflächenspannung, Veränderung. Mhm. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Oder Patienten sagen dann auf einmal, naja, ich habe die Woche so gesündigt, weil wir auf Geburtstagen waren. Das sind ja lange Prozesse, die entstehen ja nicht von heute auf morgen. Es sei denn, dieser mechanische Effekt, den wir durch Elektromotoren. Aber ansonsten ist das ein ganz langer Prozess. Das ist das Eiweiß, was sich in dem roten Blutkörperchen bildet, was dann sozusagen eine Veränderung macht, führt ja zu dieser Sache. Das sind also lange Werte, das ist nicht von heute auf morgen. Und das hat mit Wasser nichts zu tun. Man sollte sich überhaupt mal dran überlegen, wenn man Wasser ohne Kohlensäure, sollte man so trinken. Und man sollte, kann man sich gut merken, pro Kilogramm Körpergewicht 0,3 trinken. Also das heißt, mehr sollte man gar nicht trinken. Also es lohnt sich nicht, wenn einer sehr dünn ist, der 4 Liter Wasser trinkt. Damit überfordert die Nieren ihn stark. Also das ist auch so ein Punkt, was man heute macht, dass man immer so extrem macht. Man muss ja gleich viel trinken. Ne? Nee, aber diesen Zelltuner, den hier in der Klinik ist, der hat natürlich diesen großen Vorteil, dass es strukturiertes Wasser ist. Und dieses strukturierte Wasser, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich gefreut, dass sowas hier möglich ist. Weil ich habe vor 10 Jahren mal ein Buch gelesen, kennen viele Leute, vielleicht Teilnehmer auch noch, das hieß Wir fressen uns zu Tode von einer russischen Ärztin, die ein Experiment gemacht hat und ist mit, glaube ich, 4 oder 5 Frauen durch die Wüste gelaufen und hat nur von dem strukturierten Wasser, was sie damals aus Eis hergestellt hatte, hat sie 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag verbraucht, Wasser. Und eine gleiche Forschergruppe ist mit gleichen Personenzahl durch die Wüste, die haben 8 bis 10 Liter gebraucht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, Menschenskinder, wo gibt es so eine Möglichkeit, strukturiertes Wasser? Ich kann ja nicht irgendwo ins Eismeer fahren und da Wasser mehr holen. Und das finde ich ganz toll, dass es jetzt so eine Möglichkeit gibt, dass das eigentlich für jeden zugänglich ist. Mhm. Weil es genau das ist, was wir brauchen. Die Zellen brauchen das normale Wasser und nicht irgendwelche Tees. Tees sind auch gut, darum geht es nicht. Es geht nur darum, Tee ist eine Droge, also im Allgemeinen. Und man sollte Tees, habe ich festgelernt. Oder ein Therapeutikum, oder? Ja, richtig, aber dann sollte man das immer als kurmäßig trinken. Und wir neigen heute dazu, dass sie sagen, morgens trinken die Leute Pfefferminz, dann mit das Kamille, abends eben so Hagebuttentee oder so. Man sollte Tee, wenn man Tee richtig machen will, dann muss man 4 Wochen lang mal trinken. Jetzt, sagen wir mal, im Frühjahr ist ideal, mal so eine Kur mit Ringelblume zu machen, damit so die alten Schlackenstoffe raus sind. Und das vergisst man alle. Zum Beispiel in China ist es ja nicht so, dass die Kinder schon in der Wintermonate Tee bekommen, dass sie Fieber bekommen, damit sie die Sachen loswerden. Aber das haben wir alles verlernt in unserer Gesellschaft. Und wir nehmen ja heute auch meistens nur noch einen Beuteltee,
Naja, und im Grunde genommen ist Tee ist sozusagen ist wirklich ein Ritual. Mhm. Manche Tees musst du kalt ansetzen, die müssen der Sud stehen und dann wird der heiß überbrüht nach einigen Tagen, weil das zum Beispiel bei Zinnkraut oder Schaf ist das gleich, dass das sozusagen die Kieselsäure wird erst frei nach 24 Stunden, wenn das Wasser sozusagen das rausgezogen hat. Aber wenn ich den gleich aufbrühe, habe ich den Effekt ja gar nicht. Klar, und also das Kochen da selbst ist die Struktur auch wieder kaputt. Genau. Und ich denke auch, früher war wahrscheinlich das Naturwasser noch sehr strukturiert. Richtig. Und heute ist es halt einfach auch belastet. Durch Leitungswasser ist ja auch tot sozusagen. Es hat ja keine Wirkung mehr. Macht ja auch, ich habe Hachenei-Wasser auch kennengelernt, dass diese Verwirbelung. Aber der hat auch festgestellt, es hat nicht das den Effekt gebracht. Aber wo es natürlich super eingesetzt hat, in der Industrie bei Beton. Bei der Betonherstellung kann man es einsetzen und braucht viel weniger und viel stabiler der Beton. Also ist auch interessant, dass man solche Sachen hat in Richtung. Aber es ist nicht die hexagonale Struktur. Genau, das drin, ist nicht, genau. Und das ist das Interessante. Ich habe es ja auch längere Zeit jetzt getrunken, das Wasser. Man muss jetzt, das darf man jetzt hier ruhig sagen, der Urin stinkt, muss ich wirklich sagen. Das heißt also, für mich heißt das ein Zeichen, dass der Körper gut entgiftet mit dem Wasser. Das ist das Tolle daran. Weil das ist für mich eigentlich ein super Zeichen für meinen Organismus, dass ich weiß, dass der Urin, dass ich versuche, über die Nieren die Sachen wieder auszuscheiden, die ich sonst belaste. Und dadurch kann ich natürlich, schätze ich mal, auf Dauer hin chronische Krankheiten verhindern, weil die entstehen ja eigentlich durch lange Prozesse. Wenn immer wieder Entzündungsprozesse kommen, auch ein Tumor entsteht ja auch, wie wir vorhin gesagt haben, nicht von heute auf morgen. Das sind jahrelange Prozesse und die kann man bestimmt mit solchen Sachen wieder in Ordnung kriegen. Ich finde das eine super Möglichkeit. Also das sollten sich die Leute mal für interessieren, weil das ist das, was uns eigentlich fehlt, was die Zelle braucht. Die Zelle lechzt richtig danach. Und das Interessante ist dabei, das habe ich auch festgestellt und bei einigen Leuten auch hier im Hause gehört, dass man viel mehr trinkt. Die meisten Menschen trinken ja auch heute zu wenig. Aber das Wasser hat sozusagen, dass der Körper kriegt die Information, da kann ich ruhig mehr von trinken. Das ist nämlich auch interessant, weil man erlebt, dass man gerade ältere Leute sagen, ich habe überhaupt keinen Durst. Aber wenn man gutes Wasser bekommt, dann merkt der Körper, okay, das brauche ich. Und dann sagt, gibt er das Signal, für mich ist es sehr wichtig dafür. Ne? Das Beispiel, wo du gerade nennst, das kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Also immer bei älteren Leuten, die kein Durstgefühl mehr haben, heißt es ja so schön schulmedizinisch, die haben kein Durstgefühl mehr. Und die muss man ja echt zwingen, dass sie eigentlich nicht dehydrieren. Wenn ich denen sauberes, strukturiertes Wasser gegeben habe, haben die immer 2-3 Liter getrunken. Wollte gerade sagen. Ohne sich zu zwingen. Und das ist schon ein unfassbarer Segen. Genau, also das wäre eine ganz tolle Sache, die man im Altersheim eigentlich setzen sollte. Und da muss ich sagen, kümmert man sich leider gar nicht um die richtigen Menschen. Nein, kein Thema. Da wird immer jetzt auch erzählt, in der Zeit finde ich so ein bisschen schade. Das heißt, wir sind um die Gesundheit der Alten bemüht. Dann sollte man mal die Politiker mal ins Altersheim schicken und mal gucken, wie es da abläuft. Also ich habe meine Mutter 4 Jahre im Altersheim gehabt, das war noch ein relativ gutes Heim, aber Zeit hatte keiner für die Leute. Ich habe dann jemanden angestellt, meine Cousine, die dann sozusagen meine Mutter immer mit dem Rollstuhl nach draußen gefahren hat, damit sie überhaupt Sauerstoff kriegt. Finde ich sehr schade, dass wir immer so gut reden, was wir alles tun wollen. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, und das ist auch meine Philosophie, ich versuche bis zum letzten Atemzug gesund zu bleiben und fit zu bleiben. Ich gebe dir so ein schönes Buch, das heißt Fit bis in die Kiste. Und so sehe ich das genauso, auf jeden Fall. Noch was zurück zum Wasser. Ich habe diese strukturierten Wässerchen auch gesehen, noch von der Natur, und zwar in Grönland, wo die Unterseite der Gletscher schmilzt. Und dieses Wasser hat tatsächlich auch diese hexagonale Struktur. Und in Island, auch da Unterseite Gletscher, absolut strukturiertes, sauberes Wasser. Und da gibt es ja auch das Hunza-Gebirge, ja, kenn ich auch, wo die Leute sehr alt werden, auch mit diesem strukturierten Wasser. Was mich jetzt aber interessiert, ist deine Beobachtung im Bereich der Dunkelfeldmikroskopie. Ja. Hast du die Leute angeschaut, wie das Blutbild ist und nach dem Trinken ist? Gibt das einen Effekt innerhalb des Blutes? Ja, kann man sagen. Also ich habe das auch selbst bei mir mal selbst untersucht, das Blut, und habe gesehen, dass sich sozusagen das wirklich reinigt. Es ist die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, verändern sich enorm und kriegen wirklich eine Klarheit da drin. Das heißt, ich kriege eigentlich die belastenden Faktoren, die ich über Jahre eigentlich in mein Blut reingelegt habe. Genau. In der ersten Sendung hatten wir mal über Schwermetallbelastung geredet. Ja. Ich kriege das Zeug über die Zeit, über strukturiertes Wasser wieder raus. Kriegst du wirklich raus. Nur es ist eben ein langer Prozess und man sollte immer dran denken, wenn man auch das Wasser trinkt, dass man eben sozusagen auch die Schleusen öffnet. Das heißt, dass man die Niere unterstützt, die Leber und so weiter. Die Lymphe, das ist ganz wichtig. Wir sitzen ja heute mehr eine sitzende Tätigkeit. Unsere Lymphe wird ja eigentlich nur durch Muskulatur bewegt und wenn man nur sitzt, passiert ja nichts. Also das kann man fehlen. Oder man muss ein bisschen Sport treiben. Das heißt, also Bewegung. Ich sage auch immer jedem Mann, im Alter ist es wichtig, die Bewegung. Weil wer rastet, der rostet. Das sind ja so alte Sprichwörter, die kommen genau hin. Aber man muss auch den Flüssigkeitshaushalt in Ordnung haben. Und wenn du zu wenig trinkst, gerade was du gesagt hast,
im Sommer, wie viele Leute in Pflegeheimen, die mit Blaulicht ins Krankenhaus werden, weil die hydriert sind, weil die überhaupt nichts getrunken haben. Mhm. Aber das ist wirklich, kann man nur empfehlen, den Leuten das zu machen. Und ich meine, im Dunkelfeld ist für mich ist das Dunkelfeld immer so ein Kontrollsystem. Und hier habe ich es genau bei dem Wasser auch genau erkennen können, was es dann für eine Wirkung in dieser Richtung hat. Und das fand ich schon sehr spannend auf jeden Fall. Ne? Nochmal zurück zu dieser Frau Budwig, wo man leider heutzutage eigentlich gar nicht mehr kennt. Also meine Generation hat von dieser Dame nie was gehört. Und das sind ja doch revolutionäre Erkenntnisse gewesen, die sie da hat. Genau. Lothar Hirneisen, weiß ich noch, der hat mal ein Buch mit ihr zusammen noch geschrieben, wo die Ernährung ein bisschen näher gebracht wird. Richtig. Eben auch dieses Quark mit Leinöl. Genau, die war ja Chemikerin von Hause aus. Sie hat auch einen Brotaufstrich gemacht, der nannte sie Diasan. Das war mit ihrem Öl, mit ihrem Leinöl. Bei dem Leinöl muss man natürlich zwei Sachen nochmal dran denken. Es ist wichtig, dass das Leinöl kalt gepresst wird. Nur leider muss man sagen, in der Großindustrie ist das gar nicht möglich, weil wenn ich solche Tonnen mache, ich habe so eine kleine von der VW schon seit über 25 Jahren bei dieser Frau, die auch sagt, ich mache auch nichts im Internet, weil dann würde ich zu viel verkaufen, das kann ich gar nicht selbst herstellen. Also wir rufen da an, dann nehmen wir so kleine, das ging kleine braune Flaschen, weil es eben braun sein muss, und dann bestellen wir 10 Flaschen, weil Leinöl kann man einfrieren, das passiert gar nichts. Das kann man wieder auftauen, das kann man machen, kann man richtig tief lassen, kann man stehen, platzt ja auch die Flaschen nicht, ist ja Öl, und dann nehmen wir das nach und nach. Und ich mache für mich auch selbst, muss ich sagen, in der Woche häufig, dass ich einfach, sag ich mal, von dem Supermarkt den Quark nehme, 250 Gramm, und 2 Esslöffel Leinöl da reinmache und den dann umrühre, das verbindet sich dann auch, es wird ja auch ein bisschen cremiger. Und man kann auch irgendwie, ich nehme nur irgendwelche Früchte rein. Natürlich jemand, der eine schwere Erkrankung oder Tumor hätte, das hat die Budwig geschrieben, der sollte das Leinöl nur mit ohne Obst nehmen, wegen den Kohlenhydraten. Das ist ja drin. Aber ein bisschen Galaktose. Genau, das kann er ja machen. Nehmen, ja, genau. Wir machen zum Beispiel auch Kollagen rein. Es gibt Kollagen, das ist auch sehr gut, weil du brauchst für die Haut und so weiter auch diese Kollagene, die wir heute nicht mehr zusammenbekommen. Aber man muss wirklich sehen, dass man kaltgepresstes Leinöl hat. Das ist wichtig. Aber du kannst es oft nicht erkennen, weil auch in der Industrie ist es so, wenn das Öl kaltgepresst heißt, dann heißt das nämlich nicht, was wir immer denken als normaler Verbraucher, dann ist das nur kaltgepresst. Ich kann das vorher sogar mit Benzin gereinigt haben und nur die letzte Pressung muss kalt sein. Also daran siehst du, dass du auch nicht das mehr bekommst, was eigentlich die Natur ergibt. Es gibt sehr viel im Berliner Raum, im Spreewald, da gibt es doch so kleine Mühlen sozusagen, die das mit der Hand kurbeln, das auch so machen, wie die Frau das macht. Das ist auch in der Nähe Schlagenburg, das ist auch da im Niedersachsen-Bereich, die das da macht. Und das ist wirklich ein super Öl. Und das brauchen wir nämlich auch. Und das muss man auch wieder unterscheiden. Die Leute meinen jetzt immer nur, dann Leinöl, ich brauche auch Fischöl. Der Körper braucht beides. Wir brauchen Omega-3, weil das Omega-3, das meiste verbraucht das Auge. Das vergessen wir gar nicht. Wenn wir natürlich heute durch die schlechten Öle, die wir oft zu uns nehmen, haben wir natürlich auch Augenprobleme, die dadurch, Makuladegeneration, das gab es ja alles früher gar nicht. Ne? Das sind alles so Sachen, die Neuzeit, die alle mitgebracht hat in der Richtung. Ne? Also wenn wir uns so ein gutes Dessert gönnen, nach dem Mittagessen, ein kleiner Quark, ein bisschen Leinöl rein, ein bisschen Omega-3 rein und ein bisschen Galaktose. Richtig. Aber umrühren. Genau, man nimmt also nur das Leinöl, aber nicht mischt das nicht mit dem anderen Öl zusammen. Nicht mit Omega-3 mischen. Nein, man macht das nicht, das macht man extra. Omega-3 ist auch nachgewiesen, hat Professor Scharke, das ist ein sehr bekannter Mann in Deutschland, der Fettexperte, der Kardiologe von uns, der sagt, das Beste ist, wenn man das Omega-3-Öl mit der Nahrung zusammen, wir machen das über einen Salat oder solche Sachen, nimmt man das zusammen auf nicht. Auch diese Kapsel, hat er festgestellt, hat nicht diese Wirkung. Wir sind ja auch Menschen, wir brauchen das mit der Nahrung gar nicht aufnehmen. Das ist interessant. Was man natürlich auch mal dran denken muss, über die Fette werden immer die Hormone aufgebaut. Mhm. Wie viele Leute haben heute mit Hormonen Probleme? Das hängt damit zusammen, weil sie gar keine Fette richtig zu sich nehmen. Wenn du so einen niedrigen Cholesterinspiegel hast, dann bauen die Hormone sich gar nicht auf. Naja, hat sich alles so ein bisschen verändert in der Zeit. Und was ich jetzt gerade, muss ich sagen, was ich so ein bisschen traurig finde, das ist ja so eine vegane Welle, die jetzt in Europa läuft. Vegan muss man schon sehr gut Ahnung haben, wenn man das richtig machen will. Mhm. Nur wenn man Fertigprodukte kauft, was die meisten ja auch machen, und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, wenn man dann einen Jägerschnitzel kauft, was vegan ist. Also was hat das mit dem Jägerschnitzel zu tun? Ist ja auch so ein bisschen verkehrte Denkweise, sag ich mal. Da wird oft Rapsöl genommen und Rapsöl ist gar nicht gut für unseren Körper. Tja. Also wenn dann nur, sage ich wirklich, kann man sagen, Fischöl oder wenn jemand Veganer ist, da gibt es nämlich von den Algen, Meeresalgenöl, das ist natürlich ideal, aber das andere ist auf Dauer nicht gut für unseren Körper. Und Soja ist auch nicht, Soja ist eigentlich Tierfutter, ist auch nicht für uns gedacht.
Also wir müssen da so ein bisschen umdenken in dieser Richtung. Ne? Aber generell, Öle, Fette haben einen schlechten Ruf. Man hat uns das lange genug gesagt. Fette machen uns dick, Fette sind nicht ungesund. Mhm. Und dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Zum Beispiel Kokosöl ist eigentlich auch ganz wichtig. Früher hat man zum Beispiel in Amerika in den ganzson McDonald-Läden nur Kokosöl genommen. Und dann hat die Industrie sich dann umgestellt und dann haben sie natürlich nur ihr Sojaöl jetzt genommen in der Richtung. Ne? Mhm. Aber Ursprung war es so. Ne? Mhm. Und da gibt es, muss man sagen, ich will jetzt keine große Reklame machen, aber es gibt ein Öl in Deutschland, das ist von dieser Firma Dr. Görg heißt der. Der hat nämlich ein biologisches Kokosöl, was direkt sozusagen im Schonverfahren direkt auf den Philippinen sofort verarbeitet wird. Und dadurch hat der, kann er reinschreiben, Laurinsäure ist ein wichtiger Stoff, den die meisten gar nicht kennen. Mhm. Eigentlich kennen die eigentlich nur die Mütter, weil in der Muttermilch ist Laurinsäure drin. Aber nur 20%. Und er hat in seinem Öl hat er sozusagen über 50% Laurinsäure. Und das ist für unser Gehirn so wichtig. Wenn wir überlegen, ein kleines Kind, was das eigentlich in 9 Monaten für einen Entwicklungsprozess auch vom Dimension her macht, ist die Muttermilch so wichtig. Also ich kann nur den Müttern empfehlen, dass sie die Muttermilch, dass sie die Kinder länger Zeit stillen. Mhm. Wir haben damals von einem Chef die Tochter, die hat das Kind 3 Jahre gestillt und das hatte nie Infektionskrankheiten. Mhm. Das ist so eine Studie gewesen, bis zum 20. Lebensjahr so gut überhaupt keine Erkrankung gehabt. Laurinsäure kann ein Punkt sein, glaube ich auch. Muttermilch hat auch Galaktose drin. Wusstest du das auch? Ja, richtig. Ja. Ich habe es erst gerade gehört, wusste ich gar nicht. Das sind ja phänomenal, oder? Ganz toll. Ist ja wie wässrig, aber im Grunde genommen ist es die richtigen Nährstoffe, die das Kind auch braucht. Mhm. Und das ist auch wichtig, das ist auch ein Punkt, was oft, gerade Mütter, muss man sagen, die müssen sich auch schon vor der Geburt anders ernähren. Die können nicht erst anfangen, wenn das Kind da ist. Das ist auch so ein Punkt, dass sie die richtigen Fette nehmen. Und wie viele Leute haben auch, was man heute immer mehr hat, dass die Frauen sehr viel Übelkeit haben. Und diese Übelkeit, die man eigentlich hat in der Schwangerschaft, ist eigentlich nichts anderes wie ein Reinigungsprozess des Körpers. Der Körper merkt, dass er für das neue Leben was haben will und versucht, den Körper zu entgiften damit. Also wenn man das dann unterdrückt, ist genau der verkehrte Weg. Mhm. Also man muss diese alten Sachen, die man so aus der Urzeit, die sind alle verloren gegangen bei uns, diese, ne? Oder zum Beispiel, vielleicht noch ein Beispiel dazu, wo wir kommen. An dem Tag, wo die Frau geboren wird, wie da der Mond steht, so fängt auch ihre erste Menstruation an. Das heißt, da sieht man, dass die Zyklen immer da sind. Die Natur regelt das eigentlich alles. Und wenn wir natürlich immer gegen die Natur sind, dann kriegen wir auch die Quittung dafür. Das ist leider so. Ne? Fassen wir nochmals zusammen aus deiner Perspektive. Und wenn ich jetzt nochmals dieses Bild da anschaue, können wir sehr vieles tun, dass unser Blutbild immer wieder so schön bleibt. Genau. Und das ist jetzt nicht wegen Elektrosmog geschuldet, dass wir da in eine solche Kaskade reinkommen, sondern das regelt sich wieder zurück, Elektrosmog. Richtig. Aber Ernährung und sauberes Wasser oder eben strukturiertes hexagonales Wasser ist in der Lage, den Körper zu entgiften, Schadstoffe auszuleiten. Und letztendlich ein erhöhtes, schönes Blutbild zu gewährleisten. Mhm. Was letztendlich bedeutet, mehr Sauerstoff in den Körper zu bringen, mehr Aktivität, ATP. Die Aktivität der weißen Blutkörperchen, das Wichtigste, ne? Das gehört alles zusammen in diese Richtung. Ne? Mhm. Und diese Geldraumbildung eben, da haben wir drüber gesprochen, die entsteht auch dann, das muss man auch vielleicht mal wissen, wenn zum Beispiel die Patienten MRT oder CT gemacht haben. Durch das riesen Magnetfeld, wo die Leute drin sind, haben die 2-3 Tage noch diese Geldraumbildung. Ich habe das nämlich untersucht und dadurch haben die Leute oft nach diesen Tests und nach Untersuchungsmethoden oft Kopfschmerzen. Weil die durch diese Verklumpung ja ein Sauerstoffmangel entstehen. Ne? Und das muss man auch wissen, dass es damit zu tun hat. Also diese Kopfschmerzen, die auftreten, ist mir sehr bei vielen Patienten aufgefallen, dass es eben damit zu hängen, weil diese Geldraumfunktion entstanden hat. Mhm. Wenn man dann sagt, gehen wir ja in die Luft, Sauerstoff atmen viel mehr, dann baut sich das viel schneller wieder ab, diese Sachen. Jetzt noch eine Frage. Wenn du so zurückschaust auf dein Leben, diese 50 Jahre, du das Dunkelfeld angeschaut hast und beobachtet hast und das Glück hier hattest, in Kliniken den Verlauf von kranken Menschen zu beobachten und zu dokumentieren, wie sich das Blutbild da spiegelt, kann man eigentlich immer sagen, dass Menschen, die nicht gesund sind, ein schlechtes Blutbild haben im Dunkelfeld? Ja, das kann man sagen. Aber man kann nicht sagen, das haben wir am Anfang ja drüber gesprochen, man kann keine Krankheiten erkennen. Mhm. Also man kann nicht sagen, wie das oft gesagt wird, das ist Krebsblut oder das ist das oder so weiter. Mhm. Wir hatten mal bei uns in der Praxis da mal einen Fall, da war ein Patient, der hatte das Blutbild bei uns gesehen, von seinem eigenen Blut und hatte dann in einem Buch, rief den Doktor abends die Frau an, ganz weinend und hat gesagt, ja, mein Mann hat Prostatakrebs. Der hat das nämlich in dem Buch hier gelesen. Das Bild ist gleich, wir hatten ihm das Bild mitgegeben. Und das Bild sah genauso aus wie
das in dem Buch war. Und dann hat der Doktor gesagt, kommen Sie morgen früh mal zu mir, da sprechen wir mal drüber. Und dann hat er sich das Bild angeguckt, sagt er, ja, sehen Sie, das steht da drin. Aber das hat überhaupt keine Aussagefähigkeit. Wir haben ihnen ein anderes Bild gezeigt, was genauso aussah. Das war eine Frau, die hatte gar keine Prostata, also konnte es gar nicht sein. Und deshalb finde ich nicht gut, wenn man einfach in Büchern solche Fotos reinmacht, die einfach, ist ja ein Augenblickswert, den man da macht. Man muss den ganzen Verlauf sehen, man kann nicht einfach nur so ein Bild da rauspicken. Und das kann natürlich die Leute tag verunsichern, wie dieser Mann, der war natürlich glücklich, dass er nichts mit der Prostata zu tun hatte. Ja, ja. Weil er das aufgrund des Bildes, hätte ich das ja auch gesagt, wenn ich das gleiche Bild nochmal sehe, dann sage ich, dann habe ich ja die Erkrankung. Ja. Ne? Ja. Aber nochmals, 50 Jahre hast du das beobachtet und wenn du das Blutbild gesehen hast, jetzt wird der Patient behandelt, er wird begleitet, Therapien erfolgen und du hast es immer wieder angeschaut, wie sich das beim Patienten verändert. Und kannst du sagen, dass immer, wenn die Genesung da ist, das Blutbild dann auch gut ist? Immer. Immer. Das kann man wirklich sagen, dass das heißt, die Leute also, sehen immer später, dass wir dokumentieren das ja auch bei uns in der Praxis, dass wir den Leuten das Bild, heute kann man das elektronisch schicken oder das mehr mit als E-Mail noch so, dass die Leute sehen und wenn sie nach zwei, drei Monaten wiederkommen und sehen ja selbst schon, erstmal fühlen sich besser, und sehen aber schon im Blut, es sieht ja wirklich ganz anders aus. Ich meine, jeder normale Laie kann erkennen, wenn er da rechts oben die Geldraumbildung sieht und sieht dann auf der anderen Seite später das andere Seite, dann braucht man ihm gar nicht viel zu erzählen. Dann sagt er, stimmt, das habe ich ja damals so gesehen, jetzt sieht es so aus. Ne? Das ist der Unterschied dabei. Das heißt also, wir sind alle eigentlich gut beraten, zu versuchen, dieses Blutbild in uns hinzukriegen. Das können wir ja über unsere Ernährung, 2, 3 Tipps hast du gegeben, oder eben über das Wasser zu trinken, was strukturiert ist, ausleitet. Und hier eigentlich einen Waschvorgang voranzutreiben, der uns innerlich sauber hält. Ganz wunderbar, funktioniert wirklich. Kann man nur jedem empfehlen, sich das mal selber testen zu lassen, damit man sieht, wo man steht, den Ist-Zustand zu sehen und kann ja dann sehen, wie die Veränderung auch stattfindet. Aber da vielleicht auch nochmals zum Ist-Zustand für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere erste Sendung nicht gesehen haben. Das ist kein Momentaufnahme. Man kann nicht einfach eine Dunkelfeldmikroskopie anschauen, schnell anschauen und sagen, so ist es. Es ist der Verlauf. Man muss es mehrere Stunden lang beobachten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wenn Sie das nicht machen, dann sind Sie an einen nicht seriösen Therapeuten gelangt. Kann man das so sagen? Das kann man sagen, ist richtig. Weil der kann ja die Struktur nicht sehen. Mhm. Ich habe ja so ein Experiment mal gehabt. Wir hatten bei uns eine Ärztin, die also auch Innerlein-Expertin in dieser Richtung war. Und dann haben wir bis Nachmittag das Blut angeguckt. Und ich bin ja aus Bochum. Da war irgendwie abends zu Stahlhardt Express noch gegangen und dann habe ich zu ihr gesagt, wir gehen jetzt heute Abend nochmal in die Praxis. Sagt sie, was wollen wir jetzt noch gucken? Und ich hatte extra Patienten ausgesucht, die also ein schweres Krankheitsbild hatten. Und dann hat sie diese Strukturen gesehen, die sie nur aus dem Lehrbuch kennen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Da habe ich gesagt, die konnten die auch nicht gesehen haben. Die gucken ja nur bis 16 Uhr. Um 16 Uhr war es ja bei uns auch noch nicht drin. Aber jetzt nach 23 Uhr, da sind sie drin. Da sagt sie, jetzt verstehe ich erst, warum man so lange gucken muss. Nein, sag ich. Einleuchtend, ja, weil die konnte es ja nicht sehen, weil wir haben es ja auch nicht diese Uhrzeit gesehen. Aber ich wusste aufgrund dieses Patienten, dass diese gewissen Strukturen sich später zeigen werden. Und da war sie ganz beeindruckt. Hat gesagt, jetzt verstehe ich auch, jetzt weiß ich auch, warum wir jetzt in unserer Klinik das empfehlen werden. Die kam aus dem Ausland, dass wir das jetzt lange angucken. Jetzt verstehe ich erst den Sinn dahinter. Ja, ich ja auch erst jetzt. Die Frau Dr. Petra Wichel von der Swiss Mountain Klinik hat mir das eben auch gesagt, ne? Dass sie manchmal mitten in der Nacht aufsteht und nochmals diese wunderschönen Bilder anschaut. An. Genau, richtig. Und voller Tränen gerührt ist machen zu sehen, wir auch. Was da so auch. Und ich guck's, an einem Morgen gucken wir das auch nochmal an, wir gucken uns abends spät nochmal an und an einem Morgen gucken wir es auch nochmal an und dann sehen wir, wie sich die Struktur verändert und natürlich aufgrund der Erfahrung, die ich habe, weiß ich ungefähr, da passiert in 3 Stunden oder 4 Stunden nichts. Das muss man dann üben. Das ist eigentlich ein reines Trainingsprogramm, was man da macht. Ne? Lieber Karl-Heinz, wir zwei bleiben am Ball. Ich möchte natürlich mit einem kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Erbe von Enderlein auch wirklich verbreitet findet. Natürlich. Ich höre immer wieder von begnadeten Wissenschaftlern und Medizinern, dass das ein Mensch war, der seiner Zeit weit voraus war. Und dass du das jetzt schon 50 Jahre betreibst und unzählige Menschen ausgebildet hast, das ehrt dich sehr und herzlichen Dank dafür. Aber wir müssen das einfach schon noch ein bisschen mehr dokumentieren. Und richtig, genau. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne und alles Gute für dich. Ja, danke. Du bist jetzt 72, 74? Ich werde jetzt 74. Ja, und zaubernd, also unfassbar, was du alles richtig gemacht hast. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und genau diese Gesundheit wünsche ich Ihnen natürlich auch. Und was wir heute einfach gelernt haben, ist einfach immer wieder periodisch sein eigenes Blut zu waschen. Blut waschen, 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 das macht doch auch die Immunosphärese. Ja, richtig, genau. Das ist ja schon der richtige Ausdruck dafür. Jetzt wisst ihr, eine Blutwäsche, die man macht in der Richtung. Ne? Das ist auf jeden Fall toll.
Oder eben sauberes Wasser zu trinken und sich nicht zuzumüllen mit irgendwelchen Nahrungsmitteln, die eigentlich mehr Stopfmittel sind oder Füllmaterial statt Ernährungsmaterial, also ernährungsmedizinische Relevanz haben. So, in diesem Sinne, das war's für heute. Gönnen Sie sich einen Quark mit Leinöl, zwischendurch Omega-3, wie die Frau Dr. Budwig das immer wieder empfohlen hat. Solche Geheimrezepte, die müssen wir immer mehr Ihnen wieder näher bringen, auch mir näher bringen und uns gönnen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Und auf Wiedersehen miteinander.